Hallo Leute, hier spricht euer Mega Mac X und ich möchte mal ein kleines Let's Retro probieren. Einfach aus dem Grund, ich habe jetzt inzwischen schon mitgekommen, das Spiel ist erst ein wenig in Vergessenheit geraten und ja, da wollte ich das dann vielleicht mal wieder zurückrufen in einige Köpfe, damit man einfach mal über was quatschen kann. Auf jeden Fall, das Spiel heißt Mystical Ninja Starring Goemon, wie ihr wahrscheinlich überhaupt noch gar nicht auf dem Titelscreen jetzt gerade lesen könnt. Ist komplett in Englisch, wie euch vielleicht gerade schon am Intro aufgefallen sein könnte. Es ist aber die europäische Version. Das heißt, es war auch damals schon auf Englisch, womit ich damals natürlich schon meine Problemchen hatte. Vor 10 Jahren oder so. Auf jeden Fall, ohne großartig dann rumzuschweifen hier. Ich werde am Ende jedes Videos eine kleine Zusammenfassung geben. Ich werde jetzt keine direkte Synchronisation oder Übersetzung machen. Ja, gut. Vielleicht mache ich auch noch, dass ich einen Untertitel einfüge, wo ich das Ganze dann übersetze. Muss ich überlegen. Erstmal, auf jeden Fall erstmal aufnehmen und Spaß haben. Zocken. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Hier so mit ein bisschen schönen Grafikbugs. Liegt am Emulator, auf dem ich es spiele, da ich keine N64 mehr zu Hause habe. Und das Spiel natürlich auch inzwischen nicht mehr. Ist halt schon alles etwas älter. Fangen wir einfach mal auf dem Slot 2 an, weil den ersten Slot, den möchte ich ganz gerne erstmal behalten. Und ja. Yeah.
So, gerade habt ihr ja im Video gesehen, Gömon und Ebisumaru sind aus dem Laden rausgeflogen, weil Ebisumaru mit seinen hypnotischen Kräften einen Rabatt herausschlagen wollte. Ja, hat wohl nicht so geklappt. Auf jeden Fall hat man halt gesehen, Oedo Castle ist angegriffen worden. Ja, und da Mystical Ninja schon etwas mehr Teile hat. Der N64-Ableger ist nicht der erste Teil, war auch nicht der letzte Teil. Auf jeden Fall, Gömon und Ebisumaru sind halt, ja, sag mal, leichte Torfköpfe, wie man hier vielleicht auch schon am Aussehen sehen kann. Und naja, sie, wenn sie halt nichts gerade zu tun haben, stellen sie ziemlich viel Dummheiten an. Ja, einfach weil sie sind halt Abenteurer, brauchen ein Abenteuer, ansonsten geht's halt nur drunter und drüber. Ja, auf jeden Fall, das Spiel ist ein Plattformer-Game, das heißt, es wird viel Gespringe geben, ähnlich wie bei Mario. Man wird sowieso ziemlich viele Ähnlichkeiten zu anderen Titeln von Nintendo merken. Da werde ich aber in der Stelle dann nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt halt kurz im Haus von uns, weil Ebisumaru ja, ja ziemlich hüllenlos rumrannte. Und ja, jetzt hat er sich halt umgezogen. So sieht er jetzt inzwischen aus. Ich kann die ganze Zeit zwischen den Charakteren hin und her wechseln. Jeder von denen hat natürlich auch unterschiedliche Waffen, aber da komme ich später zu, sobald wir ein paar Monster sehen. Jetzt wollen wir auf jeden Fall erstmal zum Schloss, weil ja, wie wir gesehen haben, da ist irgendwas los. Ich kann mir mit dem rechten Control-Knopf, also mit dem rechten C-Knopf, kann ich mir die Karte einblenden lassen. Ist ganz nützlich, aber teilweise ein bisschen, ja, oh, blöder Dieb. Ja, ich sag mal, später sind halt ein bisschen größere Maps dabei. Da kann dann halt schon mal zu Problemchen kommen. Auf jeden Fall, ich kenne die Städte jetzt teilweise schon ein bisschen. Ich weiß, wo ich hin muss. Trotzdem werde ich jetzt halt kurz nochmal zum Schloss gehen. Kann ja mal mit der netten jungen Frau hier reden. Ich war gerade da, aber die Brücke zum Schloss ist kaputt. Ich kann nicht rein. Was da wohl passiert ist? Fortsetzung folgt. Heißt so viel wie, da kommen wir wohl noch nicht hin. So, jetzt sehen wir hier kleine Sternblöcke. Okay. Die Sicherheitssternblöcke sind in Benutzung. Wir brauchen die Chainpipe. Gut, ich will jetzt nicht unbedingt großartig die Story so stark nachverfolgen. Ich will es durchspielen. Oder, ich will es mit euch spielen. Wie auch immer, ich möchte es euch zeigen. Daher werde ich jetzt auch ohne groß da noch alles durchzulesen oder so, einfach mal weiterlaufen. Auf jeden Fall steht ja da, dass wir die Chainpipe brauchen, also die Kettenpfeife. Diese bekommen wir von einem Pfeifenmeister, der damals in Oedo Town gelebt hat, aber inzwischen auf den Berg gezogen ist. Dieses kleine Symbol kann man sich ganz gut merken. Da lebt der Wahrsager drin. Der kann uns später helfen, wenn wir mal nicht weiter wissen. Und komischerweise, also das Spiel nimmt sich echt nicht ernst. Man kann mit den Hunden hier reden. Sogar ziemlich häufig kommt es sogar vor, dass die Hunde einen die entscheidenden Tipps geben.
Die wissen zwar dann nie, was die dann sagen, aber okay. Ach ja, jetzt habe ich einfach mal weitergezockt. Egal. Auf jeden Fall, könnt ihr halt sehen, kann schlagen mit der Pfeife, die Gilmon hat. Ich könnte auch die Waffen wechseln, kann ich mit Geld schmeißen. Sogar getroffen. Ich könnte auch drüber springen. Am Anfang sind die Gegner noch nicht wirklich schwierig. Sie rennen halt oder fliegen oder wie auch immer. Einfach auf einen zu. Oh, ich kann mich treffen lassen. Ich kann aber auch einfach abwehren. Bei Ibisumaru oder Ibisu, wie ich ihn jetzt ab jetzt nennen werde, haben wir den Hammer. Der ist nicht. Er ist in etwa wie die Pfeife, aber ehrlich gesagt, ich treffe mit dem nicht so doll. Also zumindest mit dem Hammer treffe ich nicht so gut wie mit der Pfeife. Weiß ich auch nicht. Irgendwie scheint die Pfeife doch noch ein bisschen weiter zu kommen. Naja, hier, das sind die Teeshops. Die werden später im Spiel noch etwas wichtiger. Gehen wir mal rein. Weil ich weiß, dass hier jetzt gerade noch was kommt. So. Ah, wir sind Reisende. Möchtest du eine Map von Japan haben? Ich würde sie dir verkaufen. Wie möchtest du das? Wie hättest du es gern? Ja, sicher. Eine Karte von Japan ist doch immer cool. Boah, du bist so enthusiastisch. Ich kann nicht anders, als sie dir zu schenken. Hier, als Geschenk. Yeah. Eine Karte von Japan umsonst. Ich werde sie jetzt allerdings noch nicht aufrufen. Das kommt später noch. Wo wir sie brauchen können, werden, wie auch immer. Sieht man auch schon, der Bereich ist etwas größer, die Karte ist etwas mächtiger geworden, also nimmt etwas mehr Platz vom Bildschirm ein. Ich bin leider ein Typ, der sich lässt sich von sowas leider sehr gerne irritieren. Und von daher, auf jeden Fall müssen wir halt jetzt nach Norden. Da ist der Berg, der Mount Fuji, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ich gehe jetzt aber kurz nochmal hier über die Brücke. Ihr werdet schon sehen, warum. Nochmal ein Gegner. Zack. Und noch ein Gegner. Die Steuerung ist A. Recht einfach. Ist wie bei Mario. A ist springen. B ist schlagen. Ups. Ah. Ich bin heute rumrutschen hier. Ich krieg's nicht mehr hin. Auf jeden Fall. Control, also C-Stick nach links, wechselt Waffe, C nach rechts. Ich erkläre später weiter. Diese kleinen Katzen hier, diese Wahrsagerkatzen, die silbernen davon, brauche ich 4 Stück davon, um ein Herz mehr zu bekommen. Ist also in etwa wie ein Herzteil bei Zelda. Es gibt auch goldene Katzen, die kann ich euch im Startmenü zeigen. Da seht ihr jetzt davon, ich habe 1/4 einer goldenen Katze. Eine goldene Katze kann halt direkt ein Herz auffüllen. Kommt halt manchmal in Dungeons vor, dass dann direkt eine goldene Katze da ist. Ansonsten müssen wir halt 4 silberne fangen oder sammeln, um ein weiteres Herz zu bekommen. Was wollte ich jetzt eigentlich vorhin da hinten nochmal sagen? Oh, jetzt habe ich es vergessen. Ach ja, die Steuerung. Genau, hatte ich vor. Auf jeden Fall der C-Rechts-Stick macht halt die Karte. C oben macht. Naja. Und mit C unten kann ich halt die Taste, also die Charaktere wechseln. Aber das geht nur beim Stillstand. Also ich kann jetzt nicht springen oder rumlaufen. Und Verwandlung. Hier sehen wir jetzt mal ein paar neue Gegner. Das sind die kleinen Strohpuppen. Die schießen 2 Kügelchen auf uns. Ah, wovon ich mich natürlich direkt treffen lasse. Man kann das. Also wie gesagt, am Anfang die Gegner, die sind recht. Och, was ist denn heute los? Irgendwie. Man kann die halt recht leicht treffen. Man sieht auch, die Katzen, die kommen auch ganz gerne mal vor. Und wenn man mal da unten auf der Leiste guckt, kann man ja den Schatten der Herzen sehen. Da kommt noch eine Menge. Also, und man braucht das auch später. Das ist schon nicht ganz unwichtig. Das einzigste Problem in diesem Spiel ist, man kann die Kamera zu keinem Moment irgendwie beeinflussen. Außer halt, man stellt sich hin und bleibt stehen. Dann zentriert sie sich hinter einen. Außer da ist irgendein Mount Fuji im Weg. Die Münze ist weg. Diese kleinen Steinblöcke,
Kennt man ja. Ich falle halt runter, tun einem weh, wenn wir sie treffen. Aber wir können sie recht gut kaputt hauen. So, hier dieses Essen, das hier überall rumfliegt, das heilt wieder Herzen zurück. Diese goldene sieht ja schon so glitzernd aus. Es füllt alles nach. Die anderen normalen Fleischbällchen, ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon da waren vorhin. Auf jeden Fall sehen wir gleich noch welche. Füllen jeweils ein Herz nach. Irgendwie hatte ich in den anderen Aufnahmen mehr zu reden.